Diese dritte Episode über die Geschichte Mesopotamiens, übrigens ein Projekt, das viel zu ehrgeizig ist für meinen schusseligen YouTube-Kanal. Also diese dritte Episode brachte mich sichtlich in Bedrängnis, denn ich folgte einfach nur der Literatur, machte mir Notizen und verlor mich schon bald in einem tiefen, unendlich erscheinenden Kaninchenbau, der sich rund um die Frage dreht, wie denn eigentlich die Entstehung der ersten mesopotamischen Stadtstaaten zu verstehen ist. Und die Staatsentstehung im Zweistromland ist keine geringe Frage. Es ist ein Projekt, das die Forscher seit Jahrzehnten beschäftigt und hierbei fragmentarische Resultate zutage führt. Von endgültigen Antworten scheinen wir hierbei noch weit entfernt zu sein, doch für mich bedeutet das, eben tiefer in die Materie einzusteigen, als ich es eigentlich vorhatte. Und das erkennt man meistens daran, dass man plötzlich nicht mehr Sekundärliteratur in der Hand hält und liest, sondern Papers, Doktorarbeiten und Artikel aus archäologisch internen Publikationen, was leider nicht immer leichte Kost für einen ahnungslosen Laien wie mich ist. Doch manchmal heißt es eben, die Zähne zusammenbeißen und durch. Dabei ist das vorliegende Material nicht unbedingt schwer zu lesen. Es ist sichtlich leichter zu verstehen als naturwissenschaftliche Fachliteratur. Doch für einen Außenseiter und Amateur wie mich besteht das Problem eher darin, dass solche Texte manchmal etwas langweilig sind. Ich kann nicht fünfmal nacheinander 30 Seiten Text lesen, die sich nur um Tonsteinscherben drehen oder um extrem vage, zaghafte Schlussfolgerungen. Nun, ich tat mein Bestes und falls tatsächlich eine Archäologin oder ein echter Historiker über diese Episode stolpert, mögen sie mir doch nachsehen, falls ich etwas falsch verstanden habe. Zu meiner Verteidigung gereicht dabei allerdings, dass dies noch immer eine prähistorische Ära ist, deren Details im Nebel der Geschichte stehen. Und dass die heutige Geopolitik dieser Region nicht der Archäologie förderlich ist. Fast sehnt man sich dann nach der guten alten Zeit, als noch Andreae und Woolley und Caldaway ihre Ausgrabungen machten. Doch das darf man heute nicht so leichtherzig sagen, da dies noch die böse koloniale Zeit war. Somit ist diese Episode der Übergangszeit der Obed-Kultur gewidmet in die Ära der Stadtstaaten, besser bekannt als Uruk-Periode, die sich ungefähr vor 6000 Jahren ereignet hatte, also circa 4000 vor Christus und eben dem Aufstieg dieser berühmten Stadtstaaten. Und am Ende der Episode werden wir versuchen, ein berühmtes historisches Rätsel zu lösen und dabei werden wir glorreich scheitern. Der Übergang der Obed-Kultur in die Welt der mächtigen Stadtstaaten wie Uruk, Ur, Nippur oder Lagash ist bis heute nicht hinreichend verstanden. Doch die historische Wichtigkeit dieses Übergangs ist unbestritten.
Guillermo Algase schreibt in seinem Essay The End of Prehistory and the Uruk Period: Von dieser Jahrtausende umspannenden Geschichte ist kein Abschnitt so wichtig für unser Verständnis der mesopotamischen Zivilisation wie Uruk. Doch etwas weiter schreibt er auch, dass zwar die allerneuesten Daten durchaus die Möglichkeit andeuten, dass der Übergang von Obed zu Uruk geradezu zügig stattfand, er benutzt das Wort abrupt, doch gleich im nächsten Satz betont er, dass den vorhandenen Daten die Quantität fehlt, um sich dafür weit aus dem Fenster zu lehnen. Somit sind zumindest heute diesbezügliche Aussagen nur begrenzt belegt. Algase zitiert hier vor allem Robert McCormick Adams, der in dieser Region Ende der 70er Jahre forschte und dessen Arbeit durchaus die Idee unterstützt, dass gerade im ersten Viertel des vierten Jahrtausends begonnen wurde, Verwaltungsstrukturen einzuführen, die es bis dahin nicht gegeben hat. Und dies ist erkennbar am relativ plötzlichen Wachstum neuer Siedlungen und Ortschaften im unmittelbaren Umfeld von Uruk, offensichtlich angeregt durch Innovation, aber auch wirtschaftliche und vor allem landwirtschaftliche Prosperität. All das verrät Planung, Verwaltung und Komplexität. Die Uruk-Ära ist also eine Ära ständiger Veränderung und weitgehend eines konstanten Wachstums in alle Richtungen. Natürlich wird hier Wissen und Fertigkeit zum Einsatz gebracht, das bereits die Obed, wer auch immer sie waren, Jahrhunderte zuvor in diese Region brachten. Oder vielleicht besser gesagt, in dieser Region entwickelt haben. Natürlich ist kein Fortschritt direkt aus einem Vakuum erklärbar. An den deutlich kleineren Bauwerken, gerade in Eridu, kann man sehen, dass diese Erzählung bereits mit den Obed in Eridu begonnen hatte. Das neuartige System aus Landwirtschaft, Architektur, Verwaltung und Kultur ließ sich gut replizieren oder exportieren und hat eine unglaubliche demografische Wachstumskurve. Und das ist weit mehr als nur ein beeindruckender Aufstieg der südmesopotamischen Stadtstaaten unter der wirtschaftlichen und kulturellen Führung von Uruk. Was wir hier sehen, ist die Entstehung der Menschheit, so wie wir sie heute begreifen. Unbewirtschaftet konnte dieses trockene, teilweise wüstenartige Land im Süden Mesopotamiens nicht mit den nördlichen Gebieten konkurrieren. Doch das Blatt wendete sich, als hier eine echte Flusstalkultur zu entstehen begann und durch gemeinsames Bestreben komplexe Bewässerungskanäle erbaut wurden. Entlang dieser Anlagen erblühte diese Region und wurde in ihrer Fruchtbarkeit als das Land bekannt, wo Milch und Honig fließen. Die Einwohner hatten es eben gelernt, die ungewöhnliche alluviale Situation dieser Region, das Anschwemmen von fruchtbarer Erde durch zwei starke Flüsse und das regelmäßige Ansteigen und Absteigen der Flussufer zu ihrem Vorteil zu nutzen. Heute mag man die Idee von Bewässerungskanälen nicht so bahnbrechend finden, doch wir sprechen hier von einer Zeit, als viele Kulturen noch nicht einmal die Sesshaftigkeit für sich entdeckt hatten. Kilometerweite Netzwerke aus Wasserstraßen und Bewässerungskanälen mussten damals tief beeindruckend gewirkt haben. Ähnlich wie Eridu war die Stadt Uruk bereits während der Obed-Kultur ein prosperierender Ort, also lange bevor man hier von einem sumerischen Land sprechen könnte. Es ist übrigens auch faszinierend, dass die großen Städte jener Zeit, also Eridu, Uruk und Ur, sich alle in einem relativ kleinen Ballungsgebiet befanden. Eridu und Ur fast in Sichtweite voneinander. Doch auch Uruk war bereits damals in einigen Tagen erreichbar und der Karawanenverkehr zwischen diesen Städten muss recht lebhaft gewesen sein. Ich kann gerne diese romantischen Bilder vor unserem geistigen Auge hervorzaubern, die Karawanen, die aus der Abendsonne kommend die Stadttore betreten, die Schiffe, die Ton und Erze aus dem Norden bringen und wiederum mit Korn und Öl zurück in den Norden fahren, aber das beantwortet alles natürlich nicht die zentrale Frage. In meiner Not nahm ich mir die hervorragenden Arbeiten von Marcella Frangipane von der Sapienza-Universität in Rom vor. Sie ist bezüglich dieser Zeitperiode eine Spezialistin und die meisten ihrer Ausgrabungen fanden in Aslan Tepe in der heutigen Türkei statt. In ihrem Essay Different Models of Power Structuring at the Rise of Hierarchical Societies in the Near East, Primary Economy versus Luxury and Defense Management aus dem Jahr 2010 schreibt die italienische Archäologin.
Es gibt ausgeprägte Unterschiede zwischen urbanen und nicht urbanen Systemen zentraler politischer Herrschaft, insbesondere unter der Einbeziehung unterschiedlicher Grade und unterschiedlicher Bedürfnisse nach Integration zwischen verschiedenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Komponenten. Integration und Interdependenz, welche zunehmen, da die Territorien urbaner werden, rufen einen Bedarf nach zentraler Autorität hervor, welche eine vermittelnde Rolle spielen zwischen den einzelnen Parteien des ökonomischen Gebarens. In non-urbanen Gesellschaften ist der Aufstieg einer zentralen politischen Macht meistens weniger intrinsisch notwendig, um die Funktionalität eines sozial-ökonomischen Systems aufrechtzuerhalten. Das ist, denke ich, recht einleuchtend. Je mehr Menschen zusammenleben, desto mehr steigt der Bedarf nach Regulierung und schließlich nach Gesetzen. Weiter schreibt sie: Die unterscheidbaren Faktoren für die Bildung eines hochurbanisierten und zentralistischen Systems scheinen überwiegend in zwei Typen daherzukommen. Erstens ein Umweltfaktor, das Wachstum einer großen Konzentration aus Menschen in urbanen Siedlungen kann nur funktionieren, wenn Bedingungen für eine äußerst produktive Landwirtschaft gegeben sind, die große und ständig wachsende Überschüsse generiert. Und zweitens der soziale Faktor, die gesellschaftlichen und verwandtschaftlichen Beziehungen, welche die getrennte und konkurrierende Rolle individueller Haushaltseinheiten betont und damit die Anerkennung der Unterschiede befördert, aus welchen Mitglieder der Gesellschaft mit einem höheren Status hervorgehen können. Soweit so gut. Und weiter heißt es: Es ist dieser intrinsische Status gesellschaftlicher Privilegien, der von allen in Kauf genommen wird, der eine tiefe Anerkennung jener Anführer darstellt, die ausgerufen werden, um politische Macht auszuüben, doch vor allem um das Vermögen der Gemeinschaft zu verwalten, möglicherweise sogar Teile davon nach eigenem Gutdünken zu verwenden. Da liegt es nahe, weshalb so oft bezüglich der frühen mesopotamischen Kulturen der Begriff eines Urkommunismus verwendet wurde, ein Begriff, der aber vermutlich etwas zu irreführend ist. Wichtig ist aber zu verstehen, dass die archäologischen Funde dieser Ära und dieser Region nicht auf Peitsche schwingende Kriegsherren und selbstherrliche Sklaventreiber hinweisen. Wir haben es bereits bei den Obed mit einer relativ egalitären Gesellschaft zu tun, die zwar offensichtlich Anführer besitzt, doch diese eine Rolle ausfüllen, die mehr verwaltungstechnischer Natur ist. Da sind keine großen ideologischen Visionen im Spiel, so scheint es zumindest. Doch je mehr solche Verwalter verwalten, sprich je größer das System für die beteiligten Individuen ist, desto größer ist des Verwalters Spielraum, Mittel nach eigenem Ermessen einzusetzen und Allokationen nach eigenem Gutdünken vorzunehmen. Hierin steckt also der Nukleus der staatlichen Macht. Doch die beiden Faktoren haben natürlich ihre eigenen Ursachen und ihre eigenen Selbstinteressen. Und so sucht die Archäologie nach den vielseitigen regionalen Auswirkungen dieser beiden Faktoren. Hierbei unterscheidet Marcella Frangipane drei Hauptregionen, wo diese Faktoren unterschiedliche Effekte hatten. Und dies ist vermutlich mit einem gewissen Vorbehalt zu nehmen, angesichts dessen, dass vermutlich nur ein kleiner Prozentsatz der verfügbaren archäologischen Schichten dieser Region ausgegraben wurden und dass da noch viele Antworten tief unter der Erde schlummern, während an der Oberfläche Bürgerkriege, Dschihads und Proxykriege toben. Doch zurück zum Thema. Wir haben es hier also mit einer südmesopotamischen Region zu tun, vertreten durch die Obed-Kultur, mit einer nordmesopotamischen Region, die vertreten wird durch die sich im Niedergang befindliche Halaf-Kultur, die aber zunehmend eine Art Vasallenregion des Südens zu werden scheint, und schließlich im Taurusgebirge im Norden die westanatolische Welt der Fundorte wie Çatalhöyük. Die wichtigste Einflusssphäre soll der Süden sein. Die Umwelteinflüsse waren hier besonders immens und das hatte ich schon in der letzten Episode durchgenommen. Diese Region hatte massives Potenzial für landwirtschaftliches Wachstum, aber barg genauso viele Risiken. Es gab einen direkten Bedarf nach Überschüssen, um schlechte Jahre zu überstehen, doch wenn die Jahre gut waren, dann waren sie sehr gut. Dennoch existierten diese Haushalte nicht in einer wirtschaftlichen Isolation voneinander, so wie wir es heute mit einzelnen Haushalten handhaben. Frangipane schreibt hierzu: Obwohl wir nur wenig über die spezifischen Funktionen der sogenannten Tempel von Eridu wissen, ihr Inhalt und ihre Architektur lassen vermuten, dass es sich hierbei um öffentliche Plätze handelte, wo Aktivitäten, vermutlich in Bezug auf eine Art ritualisierte Nahrungsverteilung, stattgefunden haben.
Von dieser ritualisierten Nahrungsverteilung wird auch im kommenden Video noch die Rede sein. Es wird angenommen, dass wir hier die Entstehung von separierten Familien und Sippeneinheiten erleben, doch ohne eine unmittelbare Anhäufung von Besitz. Was vermutlich aufgeteilt wird, ist Zuständigkeit und Verantwortlichkeit. Daraus leitet sich später die Macht ab. Dennoch haben alle Beteiligten Anspruch auf Nahrung und werden gespeist. Doch es ist ein Unterschied zu den früheren Abschnitten der Steinzeit, als offensichtlich alle weitgehend denselben Beschäftigungen nachgingen und sich denselben Schlafplatz teilten. Die Jahrtausende davor gab es nur einen Tätigkeitsunterschied nach Geschlecht und nach Alter, doch diese Unterscheidung war rein pragmatisch. Frangipane bezeichnet dies als eine rein horizontale Hierarchie, so wie man nicht erwarten konnte, dass die ganz Alten durch den Wald rannten und mit Speeren nach Rehen warfen, musste in Kauf genommen werden, dass die Frauen einen beachtlichen Teil ihres Lebens schwanger oder für kleine Kinder zuständig waren. Und hier zeichnen sich bereits Privilegien ab, zum Beispiel Männer über Frauen oder Alter über Jugend, doch eben nur in dieser einfachen, eben horizontalen Ebene. Doch nun haben wir Phänomene wie landwirtschaftliche Überschüsse. Diese müssen gelagert werden. Jemand muss sich um die Lagerräume kümmern. Verantwortung entsteht. Und damit auch Macht. Hinzu kommt, dass das südmesopotamische Obed-System ein Erfolg ist und zunehmend mehr Menschen an sich bindet. Manche in Person, da sie in diese Region und in diese Siedlungen abwandern. Andere in Form von Tauschhandel. Karawanenwege werden wichtig. Und nicht nur Waren wandern da ab. Wissen, Geschichten, Kultur, Genpool. Und nicht zuletzt steigt die Population in einem solchen System grundsätzlich, da in einem wirtschaftlichen Erfolgsmodell vielleicht auch die Kindersterblichkeit abnimmt und die Vermehrung zunimmt. Es wäre falsch, an dieser Stelle bereits von gesellschaftlichen Aspekten wie reich und arm zu sprechen. Die anfängliche Ungleichheit, die sich hier herauskristallisiert hatte, betraf Themen wie Pflicht, Zuständigkeit und Ansehen und bildete damit die Grundlage für das eigentliche Unterscheidungsmerkmal der gesellschaftlichen Ungleichheit, die Befehlsgewalt. Die kollektive Akzeptanz, dass jemand oder eine kleine Gruppe das Sagen hat, aber damit auch die Verantwortung. Doch weiter im Norden, im heutigen Syrien und Nordirak, dort wo einst die chalkolitische Halaf-Kultur blühte, sieht es ganz anders aus. Hier, wo die ältesten Siegel gefunden wurden, zeigten sich anfangs überhaupt keine Spuren von Hierarchien oder irgendeiner handwerklichen Spezialisierung innerhalb der ohnehin recht einfachen Siedlungen. Somit hatte jede Siedlung ihre eigene Mischung aus einfacher Landwirtschaft, Jagd, Tierhaltung und die Ausgrabungen lassen kaum eine wirtschaftliche Dimension erkennen, die sich an Familien oder Sippen orientieren würde. Doch die Ausgrabungen in Tepe Gaura lassen eine neuartige Dynamik vermuten, die im 5. Jahrtausend stattfand und offensichtlich dem Einfluss des Südens, also der Obed-Menschen, geschuldet ist. Um das Jahr 4500 vor Christus finden hier neuartige Begegnungen statt, die in relativ kurzer Zeit das Leben der Halaf-Menschen gänzlich umkrempeln. Ein echter Kulturtransfer findet statt, offensichtlich angeführt durch wirtschaftliche Verflechtungen. Mit dem Süden kommt ein neuer Zugang zu Nahrung und zu Kleidungsstoffen, aber der Norden hat wiederum bessere Bodenressourcen zu bieten. Die Obed-Kultur, die zu jenem Zeitpunkt deutlich hierarchischer ist und straffer organisiert ist, hat vermutlich viele kulturellen Verführungen anzubieten. So überrascht nicht, dass diese radikale Veränderung, und auf der historischen Skala sind eben 100 oder 200 Jahre nicht so viel, letztendlich auch das Ende der Halaf-Kultur einläutet. So nennen manche Archäologen diese Kultur nach der kulturellen Einflussnahme der Obed-Menschen die Nord-Obed-Kultur, um dies von der Halaf-Kultur zu unterscheiden, bevor diese von den Obed vereinnahmt wurde. Wobei man sich das vermutlich eben nicht wie eine Invasion vorstellen darf. Im Gegenteil, es ist eine Annahme von systemischen Änderungen, Handelspraktiken und letztendlich kulturellen Facetten. Dies sind auch die Geburtsmomente der Religion. Genaues weiß man zwar nicht, aber es fällt auf, dass in Tepe Gaura ab einem gewissen Punkt dieselben Kindesbestattungen unter dem Fußboden des Hauses stattfinden, die man bis dahin nur in den südlichen und deutlich älteren Obed-Ausgrabungen vorgefunden hat.
Die Einflussnahme des Südens sollte sich in den kommenden Jahrhunderten im Rahmen der Uruk-Expansion noch verstärken. Frangipane vermutet, dass hier möglicherweise im ausklingenden 4. Jahrtausend, also tief in der Uruk-Zeit, auch eine Säkularisierung der Nahrungsmittel stattfand. Also eine Abkopplung vom Tempelalltag und eine klare Auftrennung in materielle und seelische Belange. Aber das ist natürlich alles an diesem Punkt spekulativer Natur. Doch der interessante Punkt ist, dass die Nordregion und ehemalige Halaf-Kultur trotz der importierten und akzeptierten Wirtschaftsneuerungen keine Tendenzen zur Urbanisierung hatte. Wir stellen hier also keine Entstehung von Städten fest, die aus Siedlungen erwuchsen. Das Ganze blieb mehr ein System aus ländlichen Dörfern, deren Erhalt und Organisation eben eine straffere hierarchische Verwaltung benötigte. Die Urbanisierung und Städtebildung des Südens konnte sich also trotz Spezialisierung und trotz einer Herausbildung von Machtpositionen zu weiten Teilen durchaus eine flache Hierarchie leisten. Und sogar in der Zeit der ersten großen Bauwerke von Uruk im 4. Jahrtausend, zu denen wir noch kommen werden, entsteht nicht der Eindruck von Eliten und Machtkämpfen und der Anhäufung von Vermögen, sondern eher eine kollektive Teilhabe mit einer akzeptierten Beamten- und Priesterklasse. Während die vasallenartigen Regionen im Norden, wo einst die Halaf-Kultur war, ihre Integrität mit deutlich steilerer Hierarchie erkaufen mussten. Dies war also vermutlich auch eine kriegerischere Region oder zumindest hartgesottener als das Leben in den schönen Gärten und Höfen von Uruk im Süden. Das bedeutet wiederum nicht, es gäbe gar keine größeren Bauwerke in Nordmesopotamien. Doch sie bilden nie größere Komplexe, die eine prosperierende Stadt vermuten lassen. Die Anwesenheit von sehr unterschiedlichen Tokenmarken und Rollsiegeln lassen die Annahme zu, dass hier nur eine kleine Anzahl an Menschen lebte, die tatsächlich zur lokalen Bevölkerung gehörte, während der Rest eher auf der Durchreise war. Diese kleinen Zentren im Norden dienten also vermutlich als Drehscheibe für den Handel mit dem Norden und der Levante. Hier zeichnen sich also auch andere Identitäten ab, als man sie in der Obed-Kultur vermutet. Und vermutlich Menschen, die durch Umschlagplätze des Handels zu Macht und Reichtum gelangt sind, in einer Ära, in der das noch eine ziemliche Avantgarde war. Die dritte Region, das Westanatolien um Çatalhöyük, und das Taurusgebirge stellt einen ganz anderen Fall dar. Die Gesellschaft scheint hier deutlich egalitärer gewesen zu sein als zum Beispiel die Nordmesopotamier unter dem Einfluss der Obed und Uruk-Menschen im Allgemeinen. Zugleich lässt die Dichte der Bauwerke und ihre Beschaffenheit einerseits einen starken Zusammenhalt vermuten, zugleich aber auch eine starke Familienkultur. Zugleich handelt es sich aber um Siedlungen von geringer Fläche, ohne die typische südmesopotamische Tendenz baumäßig in die Breite zu gehen. Aber es ist natürlich auch ein ganz anderer Landschaftstyp. Und in einem anderen Aufsatz mit dem Titel Different Trajectories in State Formation in Greater Mesopotamia, A View from Aslan Tepe, warnt Marcella Frangipane davor, den zivilisatorischen Rang einer Stadt ausschließlich an ihrer Populationsgröße und Baufläche festzumachen. Und das ergibt Sinn. Hannover würde niemand als eine Großstadt bezeichnen, doch es ist dennoch eine äußerst moderne Stadt. Und ähnlich können Ausgrabungsorte eine geringe Grundfläche aufweisen, doch es könnte verfrüht sein, sie als Siedlungen abzutun und ihnen einen rückschrittlichen, niedrigen Rang zu geben, nur weil im Süden Uruk und Ur so riesig sind. Marcella Frangipane schreibt, das Vorhandensein von Städten schließt weitreichende Transformationen einer Gesellschaft mit ein in Bezug auf Verdichtung der Gemeinschaft, interne Ökonomie, gesellschaftliche und politische Beziehungen und ein eigenes System territorialer Organisation. Forschung ab oberen Tigris und im Taurusgebirge zeigt aber deutlich, dass Uruk seine Einflusssphäre bis hierher ausdehnen konnte und offensichtlich nicht durch militärische Präsenz. Aber im Großen und Ganzen hat die Erforschung und Ausgrabung in Anatolien erst begonnen, gar nicht auszudenken, welche Geheimnisse noch unter dem Boden und Geröll im Taurusgebirge schlummern. Es gibt aber noch eine dritte deutliche Einflusssphäre der Obed-Sumerer hier, und zwar direkt im Osten, im heutigen Iran oder Persien. Dort begann sich ein sehr langlebiges und äußerst faszinierendes Reich herauszubilden, das Reich Elam, respektive Haltami, am Fuße des Zagros-Gebirges. Die proto-elamitische Kultur zeigt eindeutig eine direkte Bezugnahme auf Uruk und sollte in den darauffolgenden 500 Jahren eine zentrale Zielregion für die Uruk-Expansion sein.
Alles in allem haben wir in Mesopotamien am Anbeginn des 4. Jahrtausends eine kulturelle Strahlkraft aus dem Süden und ein Wirtschaftssystem, das zwar noch kein Geld kennt, aber bereits die ersten Bemühungen zeigt, zum Beispiel Vermögen umzuverteilen und neu zu investieren, um so zu einem Wachstum beizutragen. Häufig bedingt durch eine unaufhaltsame Urbanisierung durch Menschen, die zunehmend in die Städte ziehen. Und diese Städte erfahren im Verlauf von nur Jahrzehnten ein beachtliches Wachstum. Doch allem voran Uruk, das damals mit Abstand die größte Stadt in der Region war und möglicherweise die größte Stadt der Welt. Nach Eckhard Frahm betrug die Stadtfläche in der Spät-Uruk-Zeit rund 100 Hektar, was einem Quadratkilometer gleicht. Das entspricht bei uns einer Kleinstadt mit 15.000 Einwohnern. Doch vor 5.000 Jahren war das eine atemraubende Ansammlung an Menschen und Bauwerken, gemessen daran, dass damals der Rest der Welt weitgehend nur in Hütten, Zelten, Lehmbauten und Höhlen lebte. Guillermo Algase schreibt in 2012, dass die gesamte Uruk-Region, also dieses Netzwerk aus Stadtstaaten im Süden Mesopotamiens, eine Population von bis zu 90.000 Menschen besaß. Das entspricht ungefähr der Einwohnerzahl von Worms oder Bamberg. Hierbei ist es aber auch wichtig zu verstehen, dass das eine durchaus dynamische Situation war. Gerade ab der zweiten Hälfte dieses Uruk-Jahrtausends gab es nicht nur Gewinner. Die Forschungsarbeit von Robert McCormick Adams, Hans-Jörg Niesen, aber auch Henry Wright zeigt, dass diese Veränderung auch zum Niedergang zahlreicher Siedlungen führte, möglicherweise durch die Abwanderung der kompetenten Bewohner näher an die großen Städte heran. Und eindeutig war die heilige Stadt Eridu langfristig ein Verlierer dieser Entwicklung. Die Stadt blieb zwar erhalten und überdauerte beeindruckende Jahrtausende, doch mutet hier vieles wie eine Stagnation an, zugunsten der anderen Städte wie Uruk oder Ur, die im Begriff waren, Großstädte zu werden. In ihrem Paper »The Development of Centralized Societies in Greater Mesopotamia and the Foundation of Economic Inequality« von 2016 schreibt Marcella Frangipane: Im Verlauf der ersten Hälfte des 4. Jahrtausends vor Christus, also das späte Chalkolithikum, führte der gesellschaftliche und religiöse Status der hochrangigen Personen als Legitimierung ihrer Aufgaben im Bereich wirtschaftlicher Verwaltung verliehen wurde, zu einem stetigen Anstieg ihres Ansehens und auf diese Weise zu ihrer stetig wachsenden Fähigkeit, immer größere Sektoren der Produktivität von Bedarfsgütern zu bewerkstelligen und infolgedessen die Arbeitskräfte zu kontrollieren, welche diese Güter produzierten. Die Umverteilung fand weiterhin in einem ritualisierten Rahmen statt, obwohl dies zunehmend in einem immer größeren Maßstab stattfand und dabei zunehmend der Mechanismus einer Arbeitsentlohnung für eine wachsende Anzahl an Individuen wurde. Etwas profan ausgedrückt steckt hier im frühen 4. vorchristlichen Jahrtausend der Nukleus der vertrauten Vorstellung des Familienvaters, der von der Arbeit kommt und das Geld nach Hause bringt, oder in dem Fall das Essen. Die Tempelanlagen dieser Städte wuchsen exponentiell. Dies war nicht unbedeutend. Dies bedeutete unumstößliche Macht, denn es bedeutet auch, dass die Götter de facto in diesen Städten zu Hause waren. Das hatte eine psychologische Wirkung, die man sich heute nicht wirklich gut vorstellen kann. Vielleicht könnte man einen unbeholfenen Vergleich mit dem Glanz der Stadt Rom ziehen als der heiligen Stadt der Christenheit. Aber auch das ist für uns heute ein 1000 Jahre altes Konzept, dessen Strahlkraft uns kaum noch erreicht. Der andere, nicht zu vernachlässigende Faktor, den Algase anspricht, bezieht sich auf eine unweigerliche Konkurrenzdynamik, die zwischen den aufsteigenden Stadtstaaten früher oder später in den Vordergrund treten musste. Mit allerlei kleineren Ortschaften, die sich plötzlich in der Mitte zwischen solchen Mühlsteinen finden. Hier werden also auch neue Formen des Konflikts geboren. Marcella Frangipane betont aber auch, dass es keine schlüssigen Beweise dafür gibt, dass innerhalb derselben Stadt ein materielles Konkurrenzdenken zwischen einzelnen Sippen oder Familien bestanden hatte. Etwas, das früher oder später fast jede Zivilisation ereilt. Wir denken da nicht so viel darüber nach, weil wir es gewohnt sind zu sehen, dass manche Leute mit ihrem Besitz protzen oder zumindest sich familien- oder sippenorientiert stark von der Gemeinschaft abzusetzen versuchen. Doch Frangipane merkt an, dass solches Verhalten sicherlich in den Gräbern sichtbar sein müsste, doch in dieser Zeit keine solchen Anzeichen feststellbar sind.
Die beerdigten Menschen im frühen Uruk scheinen alle recht egalitär beigesetzt worden zu sein, ohne Statusunterschiede. Der wachsende Reichtum der Stadt drückt sich also erstmals zunehmend nur im Prestige der gemeinschaftlichen Gebäude und der von allen geteilten öffentlichen Anlagen. Die Abschottung von Reichen in irgendwelchen Palästen, für uns heute ein extrem vertrautes Bild in allen Kulturen, war damals gänzlich unbekannt. Diese Veränderungen finden also nicht nur in der Stadt Uruk statt. Dies ist ein Phänomen, das gleichermaßen entlang des Euphrat und Tigris bis nach Anatolien exportiert wird. Der Uruk-Effekt und die Uruk-Urbanisierung machte in der gesamten Region die Runde und, vereinfacht gesagt, schossen in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten die neuartigen Städte wie Pilze aus dem Boden. Und keine dieser Städte wuchs so schnell und so grandios wie Uruk. Das System erwies sich als replizierbar und sehr expansionsfähig. Und das war möglicherweise das eigentlich Neuartige daran, dass jemand, der 2 oder 3 Jahre in Uruk lebte, imstande war, nach Hause zu gehen und entsprechende Formen der Verwaltung und des Staatsapparats 100 Kilometer weiter östlich zu etablieren und zur Anwendung zu bringen. Ich möchte hierzu einige Zeilen von Eckhard Frahm lesen aus seinem Buch »Geschichte des Mesopotamien«. Was genau den Aufstieg Uruks zu einem städtischen Superzentrum auslöste, ist nach wie vor umstritten. Einige Forscher vermuten, dass das Klima im Vorderen Orient im Verlauf des 4. Jahrtausends geringfügig kühler und trockener geworden sei, was dazu geführt habe, dass zahlreiche kleinere Wasserläufe in der mesopotamischen Alluvialebene ausgetrocknet seien. Die dort ansässigen Menschen seien gezwungen gewesen, ihre Siedlungen aufzugeben und sich in größeren Orten niederzulassen, deren agrarisches Hinterland auch weiterhin über genügend Bewässerungswasser verfügte. Uruk bot in dieser Hinsicht besonders günstige Bedingungen und erlaubte aufgrund seiner Lage unweit der Marschlandschaft im äußersten Süden Mesopotamiens darüber hinaus eine intensive Fischwirtschaft. Auch Dattelhaine gediehen in der Gegend von Uruk prächtig. Offenbar war es unter diesen Voraussetzungen möglich, mit begrenztem Arbeitseinsatz große Nahrungsüberschüsse zu erzeugen. Dies gestattete es immer mehr Menschen in Uruk, nicht in der Land- und Viehwirtschaft, sondern in verschiedenen handwerklichen Berufen zu arbeiten. Die zunehmende professionelle Spezialisierung und Arbeitsteilung wiederum verstärkte den Bedarf nach einer administrativen Elite, die sicherstellte, dass sämtliche Bewohner Uruks und seines Einflussbereiches mit landwirtschaftlichen wie auch mit handwerklichen Erzeugnissen versorgt wurden. Es etablierte sich eine redistributive Wirtschaftsweise, in der eine zentrale Institution wichtige Güter wie Getreide, Wolle und Pflanzenöl zunächst von den Produzenten einzog, um sie sodann, nicht selten in verarbeiteter Form, also etwa in Gestalt von Brot, Bier oder Textilien, an die Menschen zurückzuverteilen. Damit ein solches System dauerhaft zu funktionieren vermag, müssen seine führenden Vertreter über eine weithin anerkannte Autorität verfügen. In Uruk, so scheint es, wies diese Autorität sowohl eine politisch-militärische wie auch eine ideologisch-religiöse Komponente auf. Siegeldarstellungen, die eine vermutlich den Herrscher von Uruk repräsentierende Gestalt mit einer Reihe nackter, gefesselter Gefangener abbilden, legen indirekt davon Zeugnis ab, dass staatlich organisierte Gewalt in der späten Uruk-Zeit fest etabliert war. Die in Uruk herrschende Führungsspitze besaß also offenbar ein politisch-militärisches Machtmonopol. Zugleich sprechen zahlreiche Indizien dafür, dass dieses Machtmonopol ein religiöses Fundament hatte. Dies legt nicht zuletzt die monumentale Architektur nahe, die im 4. Jahrtausend im Zentrum Uruks entstand. In den Arealen, die später die Heiligtümer der Göttin Inanna Ishtar oder des Gottes An oder Anu beherbergten, gab es bereits in dieser frühen Zeit gewaltige Bauten, von denen einige charakteristische Merkmale mesopotamischer Sakralarchitektur etwa durch Nischen gegliederte Fassaden aufwiesen. Eines dieser Gebäude, die in Schicht 4a zutage gekommene sogenannte Tempel D, maß 80 x 50 Meter und muss mit von weit her importierten Dachbalken ausgestattet gewesen sein, deren Länge mehr als 10 Meter betrug. Wir haben in der letzten Folge bereits von der Stratigraphie gesprochen, sprich der Methode, die Vergangenheit einer versunkenen Stadt anhand feststellbarer Schichten zu erforschen. Hierbei werden die Schichten von den Archäologen meistens von oben nach unten nummeriert, und zwar in der Regel mit römischen Ziffern. Somit ist dann die
Schicht Nummer 1, dann meistens die oberste und somit auch die jüngste Schicht. Es ist also die historiografisch späteste Schicht und die erste, die freigelegt wird, während sich die Anzahl der Schichten steigert, je weiter man in die Tiefe vordringt und damit in die Vergangenheit des Ausgrabungsortes. Irgendwann hören die Strata allerdings auf und dann hat man es vermutlich mit der Gründungszeit einer solchen Stadt zu tun. Bei Uruk ist es nun so, dass man die Schichten 18 bis 15 der Obed-Periode zuschreibt, genauer Obed I. Hier in dieser Ära wurden bereits Ziegel hergestellt und über die keramischen Besonderheiten dieser Region hatten wir schon in der letzten Episode gesprochen. Die Schichten 15 bis 4 hingegen werden als Uruk-Periode bezeichnet. Hierbei muss man den Begriff etwas getrennt von dem Standort mit demselben Namen begreifen. Uruk als Stadt hatte bereits während der Obed-Zeit existiert, wenn auch sichtlich kleiner, ähnlich wie das noch ältere Eridu. Somit bezieht man die zeitliche Kategorie der Uruk-Zeit oder Uruk-Periode auf die gesamte Region, eine Epoche, die rund 1000 Jahre dauerte, zwischen 4000 und 3000 vor Christus. Und eine Epoche, in der die gesamte Region sichtlich unter dem Einfluss der über sich hinaus wachsenden Stadt Uruk stand. Um etwas besser die zeitlichen Dimensionen hier zu begreifen, sollten wir uns eine Übersicht der einzelnen Horizonte von Uruk ansehen. Ganz links steht die römische Nummer der jeweiligen Periode und rechts die entsprechende Bezeichnung oder Beschreibung. Mit etwas Mut könnte man also behaupten, dass die 16. Schicht den Übergang von der Obed-Kultur zu einer protosumerischen Uruk-Kultur beinhaltet oder markiert. Aber im Sinne dessen, was wir bereits in der letzten Folge gesagt haben, sollten wir uns nicht zu sehr auf diesen Begriff Obed einschießen. Ganz so, als wäre das eine homogene Volksgruppe, denn das ist keineswegs belegt. Es scheint zumindest, dass die Transformation der Obed-Kultur in die prosperierenden Stadtstaaten im Schatten der Großstadt Uruk gut 800 Jahre in Anspruch nahm und erst in der Schicht 4 als weitgehend vollzogen betrachtet werden kann. Hier findet auch die Geburt der Schrift statt. Über den fließenden Übergang von Obed zu Uruk schreibt H.W.F. Sachs: Es hat den Anschein, als sei die Uruk-Periode nicht mit einer Überlagerung der Obed-Menschen durch eine völlig neue Bevölkerungsschicht verbunden, denn die frühen Uruk-Tempel in Eridu setzen zum Beispiel die Architekturtradition der vorausgegangenen Obed-Periode fort. Außerdem lässt das in Warka selbst zutage getretene Beweismaterial einige Überschneidungen erkennen. Keramik in einer für die Obed-Periode typischen Form erscheint, allerdings nicht mehr als Hauptprodukt in den Schichten 12 bis 7. Diese spätere Obed-Keramik bezeichnet man als Obed II. Wie das Beweismaterial aus Eridu erkennen lässt, setzen die frühesten Tempel der Uruk-Periode die Bautraditionen der vorausgegangenen Obed-Periode durchaus fort. Das Baumaterial bestand in beiden Fällen aus luftgetrockneten Lehmziegeln. Allmählich wurden dann die Uruk-Tempel größer und prachtvoller. Gegen Ende der Uruk-Periode waren sie zu eindrucksvollen Wahrzeichen der mesopotamischen Landschaft geworden. In den sumerischen Flachebenen auf weite Entfernung sichtbare Symbole für Glanz und Reichtum des Stadtgottes. Farbeffekte erhöhten den Eindruck. Von Schicht 6 ab waren Tempelwände und Säulen durch mosaikartiges Einlegen von Tonnägeln mit roten, weißen oder schwarzen Köpfen geometrisch dekoriert. Das klingt erstmal nicht so aufregend, aber es beschreibt den eher gleitenden Übergang von einer Kultur in die andere. Und das ist ein typisches Merkmal dieser Zeit. Denn in der Menschheitsgeschichte ist manch ein Kulturübergang eher gebunden an einen großen Knall. Eine Eroberung, einen Kollaps, einen Brand, ein Erdbeben oder eine Invasion. Sozusagen ein Event Horizon. Die Antike ist voll davon, doch nicht hier. Allerdings ist diese lebendige Kultur von Uruk insgesamt äußerst wichtig, denn eine Menge kultureller, religiöser und architektonischer Aspekte dieser Ära sind umfänglich in die darauffolgenden Perioden eingeflossen. Und man würde noch 3000 Jahre später bautechnische Ähnlichkeiten in dieser Region feststellen, die man zurück bis zu der Stadt Uruk verfolgen kann. Die Obed-Menschen hatten gerade in Eridu bereits begonnen, architektonisch zu bauen. Das war noch 4900 vor Christus.
Nach heutigen Maßstäben mögen das noch relativ kleine Bauwerke gewesen sein, doch damals beeindruckten sie vermutlich jeden Reisenden, der sich der stark gemauerten Hafenanlage von Eridu näherte oder der ständig erweiterten und wachsenden Tempelanlage Eapsu, akkadisch auch als Bitu Apsu bekannt, das Haus des Wassergottes Apsu. Auffällig bleibt die häufige Tendenz, neue Tempel auf den Grundrissen der älteren und kleineren Tempel zu bauen. Und zwar manchmal mit beeindruckender Ausdauer und Vehemenz. Natürlich gibt es auch im Christentum die Gepflogenheit, große Kirchen auf dem Grund zu bauen, wo zuvor kleine Kapellen gestanden haben, und so auf diese Weise eine historische Kontinuität zu betonen. Doch die Sumerer machten daraus ein echtes Phänomen. Das nachfolgende 3D-Modell zeigt diese Version des Tempels, wie er ungefähr ausgesehen hat. Erbaut wurde er am Ende der Obed-Ära sozusagen, in den frühen Tagen der Uruk-Zeit. Das Interessante ist, dass das hier einerseits noch eine verhältnismäßig kleine Anlage ist, entstanden vor der gigantomanischen Bauwut der Sumerer, doch auf der anderen Seite besitzt die Architektur bereits jene Wesenszüge, die auch bei den deutlich größeren Bauten der Zukunft so kennzeichnend sein würden. Also allem voran die dramatischen Treppenanlagen, aber vor allem die verwinkelte Wandführung, die in Mesopotamien Jahrhunderte zum architektonischen Grundgedanken gehörte. Dennoch war die eigentliche Tempelhalle anfangs nur 3x3 Meter groß. Also kaum mehr als eine winzige Friedhofskapelle irgendwo auf dem Dorf bei uns. Im Verlauf von einigen Jahrhunderten wuchs diese Anlage stetig an, wurde ständig vergrößert. Sie erhielt bald schon eine große Terrasse, die ungefähr 30 Meter lang war und ein Gebäude trug mit einem Grundriss von ungefähr 22 mal 9 Metern, bis man am Ende auf eine gewaltige Tempelanlage blickte, die man als Vorläufer einer Sikkurat sehen kann. Die Bauwut der Uruk-Menschen ist beachtlich. Zugleich jedoch gelten sie nicht als die unmittelbaren Stifter des mesopotamischen Baustils, da man diesen bereits davor in den ersten Kleinstädten der Obed-Menschen, insbesondere in dem äußerst fortschrittlichen Eridu, vorfindet. Die Sumerer haben diesen Stil dann auf die große Leinwand übertragen. Hier möchte ich ein wenig bei Helmut Uhlig lesen, aus seinem Buch »Die Sumerer, ein Volk am Anfang der Geschichte«. In der zweitältesten Schicht kamen die aus gestampftem Lehm geformten Grundmauern eines quadratischen Bauwerks zutage, das zweifellos kultischen Zwecken gedient hat. Der kleine, nur 9 Quadratmeter messende Raum lässt in der Mitte einen Opferplatz erkennen. An der Außenwand liegen 2 Mauerringe von je 1,5 Meter Durchmesser, die man zunächst als Brennöfen für Keramik gedeutet hat. Nimmt man jedoch an, dass die Erbauer dieses frühen Heiligtums aus dem Norden gekommen sind, gibt es auch eine andere Erklärung. Bienenkorbähnliche, als Tolos bezeichnete Rundbauten sind auch in der Tel-Halaf-Kultur des Nordens nachweisbar. Sie waren dort vermutlich, wie man aus Funden weiblicher Terrakotten in ihrer Umgebung schließen kann, Kultstätten der Mutter- und Fruchtbarkeitsgöttin. Zum gleichen Zweck konnten sie von den Obed-Leuten auch hier im Süden errichtet worden sein. Diese Deutung bietet sich an, da der quadratische Haupttempel von Eridu in seiner Struktur dem ältesten in Tepegaura im nördlichen Mesopotamien gefundenen Tempel ähnelt, in dessen Umgebung man gleichfalls Spuren von Rundbauten entdeckt hat. Obwohl dies also eine Zeitspanne ist, die wir historisch kaum dokumentieren können, muss es sich um eine äußerst innovative und ambitionierte Ära gehandelt haben, voller dynamischer Bewegungen und Gegenbewegungen. Der Mangel an historiografischen Daten ist also kein Widerspruch zu dem Innovationsschub, der da offensichtlich innerhalb eines Jahrtausends stattgefunden hat. Es fehlen einfach die Informationen, von denen sich vermutlich noch viele unter Sand und Erde begraben befinden. Und es ist natürlich etwas spekulativ, darüber nachzudenken, was das in letzter Konsequenz bedeutet. Ist das Vorhandensein einer beeindruckenden Architektur kombiniert mit einem extremen Mangel an aristokratischen Persönlichkeitskulten lediglich eine logische Folge dessen, dass die Schrift noch nicht erfunden war? Oder hat dieser Sachverhalt eine tiefere Aussagekraft? Haben wir es hier mit einer weitgehend egalitären Gesellschaft zu tun, in der sich alle am Wachstum der Stadt beteiligen und gleichzeitig alle ein Eigentum an der Stadt hatten? Eine Gesellschaft, die möglicherweise durchaus von Häuptlingen und Priestern geführt wurde, doch zugleich eine Gesellschaft, der das kultische Erhöhen von Anführern fremd war.
Die Dinge wären sicherlich einfacher, wenn diese Gegend heute nicht eine der konfliktreichsten Regionen der Welt wäre. Im heutigen Irak und Syrien könnten zeitgleich hunderte Ausgrabungsprojekte ablaufen. Das Forschungsmaterial würde den Archäologen dennoch nicht ausgehen. Doch der Mensch hat wie immer Besseres zu tun. Diese Konzentration auf Fundorte, deren Entdeckung letztendlich von der modernen Geopolitik der Region abhängig ist, erschafft natürlich einen Bias, also eine Voreingenommenheit, eine Befangenheit. Guillermo Algase spricht dieses Problem bezüglich der Uruk-Periode deutlich an. Er beschreibt die damit verbundene, wertvolle Forschungsarbeit von Robert McCormick Adams, Hans Niessen und anderen Archäologen, die am Anfang der 80er Jahre unter dem Einfluss des irakisch-iranischen Kriegs standen, was dann dazu führte, dass die Region entlang des Euphrates deutlich besser untersucht wurde als die Region entlang des Tigris, der sich teilweise in einer Kriegszone befand. Das aber strahlt oft in die Nachwelt hinein, da der Eindruck entstehen kann, dass die Euphratesregion in der Uruk-Periode sozial-ökonomisch dynamischer oder interessanter war als die östliche Seite des südlichen Mesopotamiens. Das kann richtig sein, oder es ist nur eine Illusion, entstanden dadurch, dass in den kritischen Jahren entlang des Tigris deutlich weniger gegraben wurde. Das nur so am Rande, aber es ist ein grundsätzliches wissenschaftliches Problem, das uns hier immer wieder begegnen wird. Es ist diese alte Anekdote, die auch Harald Lesch immer gerne erzählt, weil sie genauso auf Astrophysik anwendbar ist. Die Geschichte von dem betrunkenen Mann, der auf dem Gehsteig unter einer Straßenlaterne auf allen Vieren robbend seine Hausschlüssel sucht. Es kommt ein Polizist vorbei und fragt ihn: "Und sind Sie sicher, Sie haben die Schlüssel hier verloren?" Sagt der betrunkene Mann darauf: "Das weiß ich nicht, aber hier ist Licht." Für Karin Radner steht auf jeden Fall fest, dass der regionale Einfluss Uruks durchaus koloniale Züge besaß, vor allem ab 3700 vor Christus, also während der mittleren Uruk-Periode. Hier spricht man von der Uruk-Expansion. Denn obwohl Uruk und seine Bewohner sozusagen die landwirtschaftliche Nuss der südmesopotamischen Region geknackt haben, was in Prosperität und Wachstum resultierte, war die Südregion gleichzeitig arm an wichtigen Ressourcen, allem voran Holz, Metalle und bestimmte Gesteinsarten. Das gab es hier überhaupt nicht. Das Gebiet, auf dem sich die glänzenden Stadtstaaten Uruk, Ur, Lagash oder Eridu befanden, war teilweise trockengelegtes Sumpfgebiet und gut bewässertes Wüstengebiet. So mussten viele Stoffe aus dem vielseitigeren Norden importiert werden. Der Uruk-Urbanismus der vorangegangenen Jahrhunderte, gefolgt von der Uruk-Expansion in fernere Regionen, ist beides heute im Mittelpunkt der sumerologischen und anthropologischen Betrachtungen und sichtlich das Thema, wo die meisten Arbeiten und Papers im Umlauf sind. Auch das darf aber nicht täuschen, denn dieses Übergewicht ist möglicherweise auch das Resultat der geopolitischen Situation in dieser Region. Seit 30 Jahren wird die Archäologie im Irak und Syrien zunehmend durch Krieg und Politik verkompliziert und für viele Jahre unmöglich gemacht, was dazu geführt hat, dass sich viele der aktuellen Arbeiten auf Anatolien fokussieren. Somit ist das Thema des Einflusses von Südmesopotamien auf benachbarte Regionen, allem voran Nordmesopotamien und darüber hinaus, stark in den Vordergrund getreten. Angesichts der Bauwut lässt sich annehmen, dass in dieser Region eine unglaubliche Karawanenaktivität herrschte und der Handel zwischen dem Süden und dem Norden eine zentrale Beschäftigung war. Bald schon erstreckten sich die Handelswege auch auf das Wasser. Handelsverbindungen mit dem Indus-Tal oder dem heutigen Oman konnten bereits nachgewiesen werden. Doch vieles spricht dafür, dass in all diesen Prozessen Uruk das benevolente Machtzentrum war, während die nördlichen Städte zunehmend in eine vasallenhafte wirtschaftliche Abhängigkeit gerieten. Algase beschreibt in seinem Paper ein grundsätzliches Problem, das sich bei der Betrachtung von Uruk stellt. Und das Problem deckt alle vier Dimensionen ab. Einerseits muss man sich vor Augen führen, dass trotz sehr umfangreicher Ausgrabung dieser riesigen Stadt letztendlich ein klarer Fokus auf die Filetstücke bestand. Was verständlich ist angesichts dessen, dass kein archäologisches Team der Welt hier mit einem unerschöpflichen Budget ankommt und die Projektleitung und das Institut Entscheidungen treffen müssen, welche Teile einer Stadt man nun ausgräbt. Und indem andere Viertel dabei eben vernachlässigt werden, besteht stets die Gefahr, in der Gesamtbetrachtung einer solchen Stadt Illusionen auf den Leim zu gehen, also erneut Voreingenommenheiten.
Doch über dieses Problem vielleicht später mehr, wenn wir uns in der nächsten Episode auf einen kleinen virtuellen Spaziergang durch Uruk begeben. Doch auch auf der Zeitskala entsteht hier ein gewisser Bias, denn bei der Fülle an vorhandenen Strata musste man ebenfalls gewisse Entscheidungen treffen und so scheint doch die mittlere und spätere Uruk-Zeit eine deutlich größere Aufmerksamkeit erhalten zu haben als die früheren Schichten 10 bis 16. Ohnehin ist vieles, das wir heute mit dem Glanz und Ruhm von Uruk assoziieren, letztendlich 4a, 4b und 3. Daraus könnte eben der Eindruck entstehen, dass Uruk davor deutlich weniger baute oder nicht so interessant war. Deshalb wird in der heutigen Zeit Uruk einem prüfenden Blick unterworfen und diese wundersame Stadt ist Gegenstand von vielen interessanten Arbeiten und Fachdiskussionen. Damit haben wir in dieser prähistorischen Betrachtung auch einen Zeitpunkt auf der Zeitskala erreicht, wo wir es uns erlauben können, vorsichtig und zaghaft einen Begriff zu verwenden und einzuführen, den ich bis jetzt eher gemieden habe. Ich spreche natürlich von Sumer und den Sumerern. Das sumerische Rätsel hat sogleich zwei ungelöste Hauptfragen. Woher kamen sie und wer waren sie? Man kann es ja immer wieder mal in Büchern lesen, diese Formulierung, die Ankunft der Sumerer auf der geschichtlichen Bühne oder etwas in der Art. Doch weder lässt sich mit Gewissheit sagen, wer die Sumerer waren, noch kann ihre Ankunft, was immer das auch bedeutet, exakt festgelegt werden. Ich möchte mal eine fiktive Analogie versuchen, sozusagen ein Gedankenexperiment. Mit den Sumerern verhält es sich ein wenig so, wie wenn in unserer Kultur jegliches Wissen über das Römische Reich verloren gehen würde und alles, was uns übrig bliebe, wäre die Tatsache, dass man in den christlichen Messen eine Art Kirchenlatein verwendet und dass einige Kaiser und Könige sich im Mittelalter als römisch-deutsche Herrscher krönen ließen und ein paar Statuen. Und diese wenigen Überbleibsel, das Kirchenlatein, ein Kaisertitel und ein paar Statuen, wären die einzigen Ausgangspunkte, die wir zur Verfügung hätten, um zu begreifen, was es mit dem Begriff römisch oder Römer eigentlich auf sich hat. Da wären dann auch einige Leute unterwegs, die behaupten würden, die Römer und das Römische Reich hat es nie gegeben und es sei lediglich eine Konspiration der Kirche oder etwas in der Art. Denn viele Jahrhunderte nach der Uruk-Zeit war Sumerisch noch immer die Kirchensprache der Babylonier, also in einer Zeit, als Akkadisch respektive Babylonisch vorherrschte und auf der Straße garantiert niemand mehr Sumerisch sprach. Und noch lange Zeit titulierten sich die mesopotamischen Herrscher als Könige über Sumer und Akkad, obwohl ein konkretes sumerisches Reich zu jener Zeit nicht existierte. Es war damals in den akkadisch-babylonischen Zeiten eben eine Bezugnahme auf die eigene Vergangenheit. Vielleicht Tradition, vielleicht Nostalgie, es liegt aber in der Natur der Sache, dass man sich als Herrscher gerade dadurch legitimiert, indem man eben nicht ein dahergelaufener Emporkömmling ist, sondern jemand, der sich auf tiefe, traditionsreiche Wurzeln berufen kann. Das kommt beim Volk immer gut an. Stellen wir uns also erstmal deutlich einfachere Fragen. Gab es eine sumerische Kultur? Ja, eindeutig. Gab es eine sumerische Sprache? Absolut. Dank der verlängerten Tradition als akkadische und babylonische Sakralsprache ist den Forschern sogar die sumerische Grammatik bekannt. Gab es eine nachweisbare sumerische Einflussnahme auf die Kultur des südlichen Mesopotamiens? Ja, absolut. Gab es eine sumerische Bevölkerung oder Ethnie? Ja, es spricht viel dafür. War diese Kultur eingewandert? Die Rolle der Sumerer ist äußerst unikat. Somit ist es auch relativ schwer, hierzu eine Analogie zu finden, die aus moderneren Zeiten stammt und uns damit vertrauter ist. Man könnte den Vergleich mit Juden bemühen, die in der späten Antike und im Mittelalter von großem Einfluss auf die christliche und islamische Kultur in Europa und Nordafrika waren, jedoch in diesen Jahrhunderten nie ein eigenes Reich besaßen. Aber dieser Vergleich ist sehr bemüht und scheitert an tausenden Details. Ebenso gab es eine Zeit im französischen Mittelalter, als ausgewanderte Skandinavier von immensem Einfluss auf die Geschicke der fränkischen Kultur waren, ohne ein eigenes Reich zu besitzen. Doch das bekamen sie am Ende in Form der Normandie, wodurch die Ära der Normannen begann. Somit bleiben die Sumerer am Ende immer eine recht unvergleichliche Angelegenheit.
Die Sumerer wurden zwar häufig als die Wiege unserer Zivilisation angepriesen und manch ein Sachbuch trägt diesen Sachverhalt gleich im Titel, doch ihr Bild als eine Nation oder gesellschaftliche Einheit ist noch immer extrem nebulös. Mit Gewissheit lässt sich sagen, dass die Sumerer zwar Gestalter und Erbauer waren, Stadtstaatengründer und Unternehmer, Strategen und Künstler, doch ihre historische Präsenz ist immer zugleich auch an eine andere Kultur geknüpft. Und diese andere Kultur ist wie ein Biotop, in dem die sumerische Kultur lange Zeitabschnitte überdauerte. Und diese zweite Kultur mochte sich durch diesen neuartigen Einfluss der Sumerer geändert haben, sodass eine Assimilation der Obed mit den Sumerern unvermeidlich war. Die Sumerer sind somit auch die Brücke zwischen der prähistorischen und historischen Ära Mesopotamiens. Bezüglich ihrer Herkunft gibt es zwei Theorien, die gar nicht entgegengesetzter sein könnten. Die eine Theorie besagt, die Sumerer seien eingewandert und waren eine Art Migranten aus dem gebirgigen Norden oder aus dem iranischen Osten. Diese Einwanderer haben allerlei Know-how mitgebracht, das ihnen innerhalb der Gastgeberkultur gesellschaftlichen Auftrieb gab. Die andere Theorie behauptet genau das Gegenteil, dass die Sumerer die eigentliche Urbevölkerung dieser Region waren, während es eher die Obed-Menschen waren, die aus benachbarten Gebieten wie der Samarra-Region eingewandert waren. Und wir haben natürlich in der letzten Episode auch gelernt, dass es ratsam ist, den Begriff Obed oder Ubaid ebenfalls nicht zu wörtlich, zu konkret zu nehmen. Somit ist die sumerische Frage doch eher eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Diese Zweifel sind bis heute vorhanden und nimmt man die Sekundärliteratur zur Hand, die sich mit Mesopotamien beschäftigt, könnten die Aussagen hier kaum widersprüchlicher sein. Hierzu möchte ich einige Zeilen von dem berühmten Archäologen Sir Leonard Woolley lesen aus seinem Buch Ur in Chaldea, 12 Jahre Ausgrabungen in Abrahams Heimat, das 1954 erschienen war. Wer waren die Sumerer? Nun ist das Adjektiv sumerisch von modernen Fachgelehrten aus dem Ländernamen Sumer abgeleitet worden, der seit dem späten 3. Jahrtausend vor Christus die übliche Bezeichnung für Südmesopotamien war, im Gegensatz zu Akkad, das den nördlicheren Teil des Flusstales bezeichnete. Aber die Bewohner selbst nannten sich nicht Sumerer, sie waren einfach das Volk von Sumer. Dem modernen Historiker kam die Einführung des Adjektivs sumerisch sehr gelegen zur Kennzeichnung einer bestimmten Sprache, eines bestimmten Volkes und einer bestimmten Kultur. Die Sprache der Tafeln unterscheidet sich völlig von jeder anderen, die jemals in Mesopotamien gesprochen worden ist, aber es ist nie entschieden worden, zu welcher Sprachfamilie sie gehört. Dank der reichen Ergebnisse der Ausgrabungen wissen wir genau, was wir unter sumerischer Kultur verstehen. Aber die Frage, wer waren die Sumerer, bleibt weiterhin ungelöst. Dürfen wir das alte Al-Ubaid-Volk so nennen? Zweifellos trug es viel zu der Kultur bei, die wir sumerisch nennen, aber es war untergegangen, ehe sie sich voll entwickelt hatte. Sollten wir das Uruk-Volk so nennen? Es führte die Verwendung des Metalls ein und ermöglichte damit einen Fortschritt in der Kultur, aber wir wissen kaum mehr von ihm. Oder das Djemdet Nasr-Volk? Man möchte gern eine Anspielung auf dieses Volk in der sumerischen Legende sehen, die erzählt, wie unter der Führung des Oannes ein Geschlecht von Ungeheuern, halb Mensch, halb Fisch, vom persischen Golf kam und sich in den Städten Sumeres ansiedelte, die Schreibkunst, den Ackerbau und die Metallbearbeitung einführte. Und seit dieser Zeit wurden keine weiteren Erfindungen gemacht. Aber damit schreibt man ihnen zu viel zu. Tatsächlich wurde die sumerische Kultur aus Elementen aller drei Quellen aufgebaut, aus Al-Ubaid, Uruk und Djemdet Nasr. Und erst als diese drei Quellen verschmolzen waren, nahm sie ihre charakteristische Form an. Erst dann konnte das Volk des Landes Sumerer genannt werden. So meine ich, sollten wir den Namen Sumerer für die Völkervermischung bewahren, deren verschieden geartete Vorfahren Sumer geschaffen hatten, aber bis zu der frühdynastischen Periode ihre Individualität in einer gemeinsamen Kultur hatten aufgehen lassen. Samuel N. Kramer, weltweit führender Sumerologe, hatte seinerzeit ganze Bücher über den Lebensalltag der Sumerer geschrieben. Die Sumerer waren eine Realität, vermutlich mehr als die Obed-Menschen eine eigenständige Nation waren.
Aber auch Kramer verliert lieber kein Wort über die Herkunft der Sumerer in seinem Bestseller »Die Geschichte beginnt mit Sumer«, einem Buch, das sich darauf beschränkt, die Lebensumstände und die Kultur der Sumerer zu beschreiben, anstelle über ihre Herkunft zu spekulieren. Doch in 1967 schrieb er ein weiteres Buch mit dem Titel »Cradle of Civilization«, aus dem ich hier einige Zeilen vorlesen möchte. Die Baumeister dieser Kultur, die Sumerer, betraten die historische Szene erst um 3500 vor Christus. Wahrscheinlich kamen sie über Persien aus Zentralasien. Mit dem Erscheinen dieser dritten wichtigen Völkergruppe begann in Südmesopotamien eine ethnische und kulturelle Verschmelzung, die das künftige Geschick der Menschheit nachhaltig beeinflussen sollte. In den folgenden Jahrhunderten erreichte Sumer, wie dieses Land später genannt wurde, eine bisher unbekannte Dimension von materiellem Reichtum und politischer Macht. Das ist ein Beispiel für die ältere Theorie der Einwanderung, in diesem Falle aus dem bergigen Osten des heutigen Irans. Klare Ablehnung der Migrationstheorie erfährt man von der berühmten Altorientalistin Joan Oates, der wir letztendlich auch weite Teile der Obed-Forschung verdanken. Ich lese hier ganz kurz ihre kernige Stellungnahme. Und ebenso steht heute fest, dass wir in historisch fassbarer Zeit den Begriff des Sumerischen benutzen, um die Kultur einer Bevölkerung mit gemischten sprachlichen Elementen zu beschreiben. Schließlich bedarf es keines weiteren Beweises, wenn man sagt, dass es unmöglich ist, die linguistische Zugehörigkeit irgendeiner prähistorischen Bevölkerungsgruppe mit Sicherheit feststellen zu wollen. Wohl gibt es in zunehmendem Umfange Gründe dafür anzunehmen, dass die Sumerer zumindest einen Teil der Urbewohner Mesopotamiens bildeten. Die archäologischen Funde zeigen von den frühesten agrarischen Siedlungen in Sumer bis hin zu der Zeit, in der die geschriebene Sprache als sumerisch identifiziert werden kann, eine so hochgradige kulturelle Kontinuität, dass diese Existenz einer bedeutenden sumerisch sprechenden Bevölkerung von Anfang an nicht mehr angezweifelt werden kann. Und es gibt auch an keiner Stelle einen überzeugenden Beweis für die Invasion eines neuen Volkes und dies ist vielleicht das eindrucksvollere Argument. Wir können auch kein hypothetisches Heimatland ausmachen, aus dem die Sumerer mit ihrer einzigartigen Sprache und Kultur gekommen sein könnten. Dass wir wohl auch in Zukunft kein solches Land werden finden können, das wird umso wahrscheinlicher, je mehr unser archäologisches Wissen über die Länder rings um Mesopotamien zunimmt. Zu oft wurden in modernen Büchern die Sumerer als die Einwanderer beschrieben, doch offensichtlich konnte es auch genau umgekehrt gewesen sein, und zwar, dass die Sumerer die eigentliche Urbevölkerung dieser Region darstellen, während es die Obed-Leute waren, die aus den Hassuna- und Samara-Gebieten kamen. Ebenso offen bleibt damit auch die Frage jener Sprache, die von den Samara- und Obed-Menschen gesprochen wurde. Hierbei wird manchmal die Hypothese der unbekannten Proto-Euphratier vertreten. Ich möchte hierzu einige Zeilen aus dem 1995 publizierten Buch »Völker im Lande Babylon« von H.W.F. Sachs vorlesen. Nach dem Fall der Ur-3-Dynastie verschwand das Sumerische als gesprochene Sprache und wurde durch das Akkadische ersetzt. Deshalb wurde Babylonien in den Texten der darauf folgenden Epochen häufig als das Land von Sumer und Akkad bezeichnet. Wegen dieser Unterscheidung beurteilten Historiker in der Vergangenheit häufig die südmesopotamische Geschichte des dritten Jahrtausends unter dem Gesichtspunkt, dass in Babylonien zwei verschiedene eigenständige Volksgruppen, die Sumerer und die Akkader, nebeneinander gelebt hätten. Sie nahmen an, dass diese beiden Völker ursprünglich aus verschiedenen Regionen stammten und sich nicht nur in ihrer Sprache, sondern auch in Religion, Kunst, Gesetzesgebung und anderen sozialen Aspekten unterschieden. Man glaubte außerdem, dass letztendlich die Akkader aus dem ständig währenden Kampf der beiden Bevölkerungsgruppen um die Vorherrschaft in Babylonien siegreich hervorgingen. Wie die mittlerweile zahlreich vorliegenden Belege zeigen, ist ein ausschließlich auf ethnische Konflikte bezogener Denkansatz bei der Rekonstruktion von Geschichte und Gesellschaftsstruktur des dritten Jahrtausends vor Christus unhaltbar und ausgesprochen fragwürdig. Dennoch ist es eine Tatsache, dass es zwei unterschiedliche Sprachen gab, von denen man aber nicht weiß, welche die ältere ist. Nach dem momentanen Forschungsstand ist auch nicht zu entscheiden, ob die eine der beiden Bevölkerungsgruppen als Einwanderer oder Invasoren in das von der anderen Gruppe bereits besiedelte Land kam.
Unsicher ist ebenfalls, ob es eine der beiden Gruppen war, die der mesopotamischen Kultur den entscheidenden Anstoß gab, oder ob dieses Verdienst einer dritten zuzuschreiben ist, die den beiden anderen vorausging. Für die zuletzt genannte Annahme sprechen verschiedene Argumente. So können nach Ansicht mancher Wissenschaftler die Namen einiger der ältesten Städte Babyloniens und der Flüsse, an denen sie lagen, etymologisch weder der sumerischen noch der semitischen Sprache zugeordnet werden. Dasselbe gilt auch für einige Worte, wie beispielsweise die Begriffe für Bauer, Schmied, Zimmermann und Dattel. Das wiederum lässt den Schluss zu, dass Babylonien vor der Ankunft der sumerisch und akkadisch sprechenden Bevölkerungsgruppen möglicherweise von Menschen bewohnt war, deren Idiom einer dritten Sprachfamilie angehörte. Diejenigen Wissenschaftler, die diese These vertreten, bezeichnen die unbekannte Sprache als Substratsprache und nennen die Menschen, die sich dieser Sprache bedienten, Proto-Euphratier. Da Orts- und Flussnamen häufig über sehr große Zeiträume hinweg benutzt wurden, ist es sogar denkbar, dass jene unbekannte Sprache schon lange außer Gebrauch war, bevor die Schrift entstand. Woher die Sumerer kamen, ist umstritten und bis heute gibt es Publizisten, die felsenfest die Position vertreten, dass die Sumerer letztendlich eine Fiktion sind und so nie existiert haben. Am Ende des 19. Jahrhunderts vertrat der Orientalist Joseph Halévy die These, dass Sumerisch in Wirklichkeit ein Kryptolekt war, also eine künstliche Geheimsprache, die damals von akkadischen Priestern erschaffen wurde. Und für lange Zeit hatte diese Theorie ihre Anhänger und Befürworter. Und bei uns vertritt bis heute der Soziologe Gunnar Heinsson die Theorie, dass die Sumerer letztendlich nur ein Mythos sind. Doch das tut hier nichts zur Sache. Nach all dem, was ich gelesen habe, scheint es mir nicht zwingend notwendig, von einer identitätsstiftenden Ankunft der Sumerer zu sprechen und damit unentwegt mit der Frage konfrontiert zu sein, woher sie denn kamen. Eine Frage, auf die es zwar Antworten gibt, doch diese sind zumeist recht spekulativ oder basierend auf altertümlicher Mythologie. Nicht minder vorstellbar erscheint es mir, dass die Obed-Kultur durch ein stetiges Anreichern mit anderen Kulturen, die über die neu erschlossenen Handelskarawanen mit dem Süden Mesopotamiens in Kontakt kamen, sich von selbst und in einer fließenden Manier in die Sumerer verwandelt hat. Heute gibt es durchaus Forscher und Archäologinnen, die es mehr auf diese subtile Weise sehen. Somit könnte das grammatikalisch und linguistisch gut erfasste Sumerisch einfach die Sprache dieser Region gewesen sein oder eben jene Sprache, die sich aus einer Vorgängerin entwickelt hat. Die Frage, die ich mir dabei auch stelle, lautet, ob die sumerische Sprache, die heute als eine rein isolierte Sprache eingestuft wird, fern der in dieser Region damals aufkommenden semitischen Sprachen, letztendlich einfach die Sprache einer dieser hier besprochenen Kulturen war, also entweder Hassuna, Samara, Halaf oder Obed-Menschen. Und als diese Sprache dann später von den akkadischen Dialekten verdrängt wurde, blieb sie eben als eine Schriftsprache des gebildeten Volks und der Priesterschaft übrig, sozusagen eine religiöse Fachsprache der Gebildeten. Eckhard Frahm würde mir da sofort widersprechen. Ich lese hier aus seinem Buch Geschichte des alten Mesopotamien. Der modernen Forschung ist es bislang nur teilweise gelungen, die ca. 6000 archaischen Texte der Uruk IV- und Uruk III-Zeit zu entschlüsseln. Dies liegt vor allem daran, dass sich die Schreiber der frühen administrativen Texte darauf beschränkten, die von ihnen dokumentierten Transaktionen mit wenigen knappen Schlüsselworten zu umreißen. Da die archaische Schrift die Lautgestalt der von ihr repräsentierten Worte, wenn überhaupt nur in äußerst rudimentärer Form wiedergibt, ist sogar umstritten, ob die den archaischen Texten zugrunde liegende Sprache das Sumerische war, das vom frühen 3. Jahrtausend an als vorherrschende Sprache Südmesopotamiens nachgewiesen ist, oder ein anderes Idiom. Das relativ große Maß an Kontinuität, das die mesopotamische Kulturentwicklung charakterisiert, spricht dafür, die Uruk-Zivilisation primär als das Werk der Sumerer zu betrachten. Doch liegt es durchaus im Bereich des Möglichen, dass auch andere ethnische Gruppen in der späten prähistorischen Zeit im Zweistromland präsent waren.
Dass die Sumerer also in Wirklichkeit autochthon waren, ist eine Option, die nicht ausgeschlossen werden kann. Allerdings muss man hier in Betracht ziehen, dass explizit diese Region im Süden von Mesopotamien 500 bis 1000 Jahre lang zuvor grundsätzlich unbesiedelt war. Ob nun Obed oder Sumer, es waren allesamt Leute, die nur Generationen davor ein Gebiet erschlossen haben, das landwirtschaftliches Potenzial besaß und dank eines zukunftsweisenden Kenntnisstands zur Bewirtschaftung und Bewässerung tatsächlich ertragreich gemacht werden konnte. Und vergessen wir an dieser Stelle nicht die in der zweiten Episode vorgestellte Theorie von Douglas J. Kennett und James P. Kennett, die da besagt, dass die Bewohner des Landes Sumer letztendlich aus dem Südosten kamen, aus einer Region, die inzwischen unter Wasser liegt, mit dem Namen Persischer Golf, und dass diese Leute einfach nur entlang des Shatt el-Arab nördlich zum Euphrat- und Tigris-Delta migriert waren, da ihre Heimat in nur wenigen Jahren komplett unter Wasser stand. Von bis zu 100 Metern Landverlust jährlich ist da die Rede. Die Sumerer bleiben eines der spannendsten Themen, doch auch eine der quälendsten Fragen der Altertumsforschung. So sehr ihre Präsenz und ihre Wirkung spürbar sind, so sehr ist ihre Herkunft tief im Schatten der Geschichte verborgen. Was wir mit einer gewissen Sicherheit sagen können, ist, dass die Obed-Kultur im Verlauf eines halben Jahrtausends vollständig zu einer Kultur wurde, die wir heute als sumerisch bezeichnen. Und diese Transformation war recht schnell, vergleicht man es mit anderen Entwicklungen jener Jahrtausende. Und vielleicht befeuerte das stets die Vorstellung einer dramatischen Ankunft, einer Migration. Die Ausdrücke Sumer, Sumerer und Sumerisch reflektieren die akkadische Bezeichnung Shumeru, was Sumerisch bedeutet und sich vorrangig auf die Sprache bezieht. Das ist also ein akkadischer und somit semitischer Ausdruck, während die Sumerer selbst eher das Wort Emengir verwendet haben. Die Akkadier hatten aber auch eine eigene Bezeichnung für die Sumerer. Sie nannten sie Shalmakakadi, übersetzt die Schwarzköpfe. Diese sichtlich auf Äußerlichkeiten angelegte Namensgebung hat vermutlich viel dazu beigetragen, dass sich in unserer Zeit für Jahrzehnte die Vorstellung durchsetzte, dass die Sumerer ein Volk waren, das eingewandert war und sich physiognomisch von den Einheimischen unterschied. Das Sumerische selbst besaß diesen Ausdruck auch. Dort lautet er Thangkiga, die Schwarzköpfigen. Nun ist es natürlich etwas gefährlich, hier vereinfachend daraus zu schließen, dass die Sumerer schwarzhaarig waren oder dunkler als die Obed-Menschen, was dann sofort die Migrationstheorie auf den Plan ruft. All diese Sachen wurden oft genug vorgeschlagen, doch ohne handfeste Beweise ist das höchstens Spekulation. Analoges Beispiel. Einige der Ureinwohner aus dem Grenzgebiet zwischen USA und Kanada tragen den Namen Siksika, was auf Deutsch Schwarzfüße heißt, früher besser bekannt als die Schwarzfuß-Indianer. Nun hatten diese Native People keine schwarzen Füße, ganz sicher auch keine schmutzigen Füße. Doch zu irgendeiner Zeit war es bei ihnen Brauch, dunkle Mokassins zu tragen, was auch dann als Name hängen blieb, als diese Mode lange wieder verschwunden war. Solche Dinge gibt es eben. Die sumerischen Schwarzköpfe konnten somit genauso gut Leute gewesen sein, die für gewisse Zeit dunkle Kopfbedeckungen getragen haben. Genauso mag es dafür Dutzende andere Erklärungsansätze geben. Bestimmte Arten von Frisuren oder Haarfarbe oder spezifische Haaröle. Ich spekuliere nur, es ist fraglich, ob wir hier jemals die richtige Antwort erfahren werden. Die Sumerer sind vermutlich die Erfinder der Schrift oder zumindest einige der wichtigsten Pioniere des geschriebenen Worts. Doch ist ihre sehr piktografische Schrift dazu ungeeignet, um etwas über ihre eigene Herkunft zu verraten. Zumal die sumerischen Zeichen meistens nicht gelesen, sondern gedeutet werden und ab und an im Kontext ihren Sinn verraten. Aber sie können nicht in derselben Weise gelesen werden wie Jahrhunderte später die babylonische und assyrische Keilschrift. Und ein Blick auf die Tontafeln jener Zeit macht deutlich, dass hier mit Hilfe von Piktogrammen und Ideogrammen relativ pragmatische und rudimentäre Informationen festgehalten wurden. Wir sprechen hier von Dingen wie Lagerraum, Bestandsaufnahmen. Um einen echten Satzbau festzustellen, sollte es noch ein wenig dauern. Allerdings muss man die Möglichkeit zulassen, dass man damals die rudimentäre Einfachheit der ganz alten, also piktografischen Keilschrift und ihre klare Aussagekraft für einen echten Geniestreich hielt.
Denn gerade die Besitzurkunden und Warenlagerbestände, die da auf den ältesten Keilschrifttafeln festgehalten wurden, konnten eben auch von jenen vernommen und gelesen werden, die gar kein Sumerisch sprachen. Und eine solche universelle und über die Grenzen der eigenen Kultur übertragbare Funktionalität war vermutlich wichtiger, als eine gesprochene Sprache aufzuzeichnen, was in jenen Tagen möglicherweise niemand als besonders sinnhaft oder nützlich angesehen hätte. Wer mal mit eigenen Augen gesehen hat, wie ein Japaner sich in einem chinesischen Restaurant eine chinesische Speisekarte bringen lässt und im Grunde jedes Wort darin versteht, ohne auch nur ein Wort Chinesisch zu sprechen, weiß, was ich meine. Es hat auch Versuche gegeben, den Sumerern mit Hilfe der DNA-Analyse ein wenig auf die Schliche zu kommen, doch daraus lassen sich nur sehr indirekte Schlussfolgerungen ableiten, da wir keine explizite Sumerer-Leiche zur Verfügung haben, aus der man DNA extrahieren könnte. Es wurden zwar genetische Erhebungen mit den sogenannten Marsch-Arabern betrieben, also einer irakischen Minderheit, die heute noch in der Sumpfregion im Süden Iraks lebt und prominente Kandidaten dafür sind, als Nachfahren der Sumerer zu gelten. Doch die DNA-Proben bewiesen nur, dass sie überwiegend aus der Region stammen, in der sie immer noch leben. Ohne einen sumerischen Vergleich bedeutet das nicht so viel. Und die sumerische Spur verliert sich irgendwann um 1600 vor Christus, während die Marsch-Araber zum ersten Mal im 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung schriftlich evident wurden. Da klaffen 2500 Jahre dazwischen und eine Geschichte voller Umwälzungen. Ich vermute mal, dass jeder ehrliche Archäologe zugeben wird, dass das Rätsel der Sumerer und der Obed weit davon entfernt ist, gelöst zu werden. Der berühmte deutsche Mesopotamienforscher Bartel Roeder bleibt in seinem Buch Mesopotamien, die antiken Kulturen zwischen Euphrat und Tigris ziemlich zurückhaltend und legt ganz aufrichtig die vorhandenen Wissenslücken, die hier noch bestehen, offen. Ich lese: Der Name der Sumerer geht auf eine wesentlich jüngere, aus dem 21. Jahrhundert vor Christus stammende Herrschaftsbezeichnung zurück, als sich die Vertreter der Ur-3-Dynastie Könige von Sumer und Akkad, das heißt von Süd- und Nordbabylonien, nannten. Die Sumerer selbst bezeichneten sich als Bewohner des Landes Kengir. Die Frage ihrer Herkunft ist bis heute in der Forschung umstritten. Die Theorie von der Einwanderung der Sumerer stützte sich früher vor allem auf die inzwischen überholte Annahme der geologisch späten Entstehung des südlichen Mesopotamien. Die Befürworter können sich aber auch auf die Zugehörigkeit des Sumerischen zur agglutinierenden Sprachfamilie berufen. Das heißt, der Wortstamm wird nicht gebeugt, sondern an den Stamm werden Vor- und Nachsilben angehängt, agglutiniert, wenn grammatische Formen ausgedrückt werden sollen, beim Substantiv etwa die verschiedenen Fälle. Zu den agglutinierenden Sprachen zählen beispielsweise auch das Mongolische, das Japanische, das Türkische, das Ungarische und das Finnische. Die Völker, die sich der zuletzt genannten Sprachen bedienen, sind aus dem Osten in ihre heutigen Siedlungsgebiete eingewandert. Daher hat man die Heimat der Sumerer im Mittleren und sogar im fernen Osten gesucht. Ferner sind die meisten Namen der in vorgeschichtlicher Zeit gegründeten Städte nicht sumerischen Ursprungs. Wenn vor den Sumerern andere Völkergruppen anzusetzen wären, würden sie, also die Sumerer, als Ureinwohner ausscheiden und man müsste sich die Frage nach einer eventuellen Einwanderung erneut stellen. Wir können aber derzeit nicht einmal sagen, ab wann wir die im südlichen Zweistromland lebenden Menschen als Sumerer bezeichnen können, seit der Uruk oder schon seit der Obed-Zeit. Am witzigsten äußert sich dazu Karin Radner in ihrem Buch Mesopotamien, die frühen Hochkulturen am Euphrat und Tigris auf der Seite 23. Ich lese: Dies ist so in der sumerischen Königsliste festgehalten, ein literarischer Keilschrifttext in sumerischer Sprache, der, soweit wir bisher sagen können, unter den Herrschern von Akkad zum ersten Mal fixiert wurde, um deren alleinigen Anspruch auf die Königsherrschaft über Mesopotamien ideologisch zu begründen und zu untermauern. Das besterhaltene Exemplar wird heute im Ashmolean Museum in Oxford ausgestellt. Die Überzeugungskraft dieser Komposition ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass in moderner Zeit die anachronistische Idee des Landes Sumer entstehen konnte, eine Vorstellung, die jedoch in der politischen Realität des dritten Jahrtausends keine Entsprechung hatte.
Da spürt man natürlich sogleich eine gewisse Skepsis gegenüber jeglicher Vorstellung von sumerischen Königreichen in der vorakkadischen Zeit. Und es spricht auch einiges dafür, dass es gerade die akkadischen Könige waren, die uns ein wenig den Schlamassel eingebrockt haben, indem sie ihre sumerischen Wurzeln überbetonten und damit vielleicht etwas zu dick aufgetragen haben. Und Gwendolyn Lake macht in ihrem exzellenten Buch Mesopotamia: The Invention of the City deutlich, weshalb Sumerisch die Sprache wurde, die als erste von einer Schrift begleitet wurde, ist ungewiss. Mesopotamien war ethnisch und sprachlich nie homogen, und die Personennamen in frühen Texten machen deutlich, dass dort zur selben Zeit auch andere Sprachen als Sumerisch gesprochen wurden. Viel wurde geschrieben über das plötzliche Erscheinen der Sumerer in Mesopotamien und ihre mögliche Herkunft. Wegen ihrer Vorliebe für Ziggurats wurde angenommen, sie kamen aus den Bergen und standen in Rivalität und Konflikt mit den Menschen, die semitische Sprachen gesprochen haben. Nichts davon kann bewiesen werden. Also auch Gwendolyn Lake ist sichtlich unbeeindruckt von den Versuchen, die Herkunft der Sumerer durch Migration zu erklären. Wir können uns den Sumerern also nur in Form von Versatzstücken nähern, durch Impressionen und Miniaturen. Ein komplettes Bild wird sich dabei nicht ergeben, doch es mag an dir liegen, die Lücken selbst zu füllen mit deiner eigenen Vorstellungskraft. Denn dass die Sumerer eine faszinierende und kreative Kultur waren, daran besteht kein Zweifel. Aber am Ende ist es auch ein wenig dir überlassen, eine gewisse Vorstellung dafür zu erzeugen, wer die Sumerer waren und welche Rolle sie spielten. Heute herrscht noch immer keine große Klarheit unter den Forschern über die hier gestellten Fragen, über die Natur der politischen Beziehungen zwischen dem Süden und dem Norden und die genaue Beschaffenheit der Handelsverbindungen, genauso wie die große Frage des Sumerer-Problems. Zu all dem ist noch immer zu wenig bekannt. Dazu müssten noch viele, viele Ausgrabungen erfolgen. Dennoch drängt sich der Gedanke auf, dass die Entstehungsfragen der zentralisierten Gesellschaftsgründung und die Fragen rund um den Sumerer-Begriff auf die eine oder andere Art miteinander zusammenhängen.